Klöppeltreff ist beim Kulturbund am Mittwoch in der Hoyerswerder Altstadt in der Langen Straße. Er beginnt um 9.30 Uhr. Im Seniorenkino im Cinemotion in Hoyerswerda wird am Mittwoch ab 10 Uhr der Film Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott gezeigt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gibt es am Mittwoch ab 14 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe. Das Freizeitprojekt Kinderzirkus Krabatino lädt zum Mitmachen ein. Ab 15 Uhr kann in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder am Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße 26. Es öffnet um 13.30 Uhr. In der VBH Arena kann ab 19 Uhr Freizeit-Volleyball gespielt werden. Zum Clubnachmittag lädt der Spätleseverein am Mittwoch Nachmittag wieder in die Boilerbahn Hoyerswerda ein. Es stehen Basteleien für den Advent auf dem Programm, Beginn 14 Uhr. Im Natz in Hoyerswerda am Markt können Kinder am Mittwoch ab 15 Uhr in der AG Elektronik basteln. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz ist am Mittwoch Spielenachmittag, er beginnt um 16 Uhr. Und im Cinemotion in Hoyerswerda hebt sich am Mittwochabend der Vorhang zum Kino für Kenner. Ab 17.30 Uhr läuft der Film Victoria und Abdul. Und zu einem spannenden Vortrag mit zeitgenössischen Bildern. Fürst Pückler, Wandelstern im Kosmos der Frauen, sind alle Interessenten am Mittwoch herzlich im Schloss in Hoyerswerda willkommen. Beginn ist um 19 Uhr. Es lädt ein der Hoyerswerda Kunstverein.